Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Ich wollte schon wieder Legion sagen, ihr habt es gemerkt. Und zwar sind wir jetzt mit meinem Lytilla, meinem verbündeten Volk Paladin hier quasi einmal auf Stufe 109. Sprich, wir werden auf jeden Fall in der Folge jetzt 110 hitten. Sehr wahrscheinlich weit unter einer Stunde, also die Folge wird ein bisschen kürzer gehen. Ich wollte es jetzt aber trotzdem nochmal mit reinnehmen, dass ihr seht, wie quasi wir den Char auf die maximale Stufe im Moment spielen. Ja, ich weiß, bei euch, wenn das Video kommen wird, ist wahrscheinlich schon Battle for Azeroth komplett raus. Also sprich, im Moment befinden wir uns bei der Aufnahme im Pre-Patch. Bei euch wird das Game schon live sein, weil ich mittlerweile schon etliche Folgen zurückklicke mit dem Hochladen, weil so viel anderen Stuff jetzt im Pre-Patch war. Nichts. Warte, wollt ihr mich gerade angreifen? Wollt ihr hier Stress machen, der Typ? Ich bin gerade blöderweise im War-Mode active hier am Leveln, was eigentlich nicht so die clevere Idee ist. Also man kriegt nicht 10%, sondern hier, wie ihr seht, 15% sogar mehr. Ne? Also EP bringt sogar 15% noch mehr. Das letzte Mal hatte ich keine Probleme. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich vielleicht dieses Mal verdrescht werde. Ja? Also jetzt gleich mal gucken, weil wir melden jetzt hier mal ab. Das war. Soll ich da mal mit drauf hitten? Ah, das kämpft gegen so ein Krokodil. Warte, wir queuen mal nochmal rein. Ja, ist hier blöderweise gerade keiner drin. Blöderweise gerade keiner drin. Jetzt müssen wir selber kämpfen. Und ich hoffe, dass uns keiner angreifen wird. Achso, ich wollte noch ein paar Fragen beantworten. Und zwar unter anderem, wie ich den Char hier oder die Chars gelevelt habe. Ich habe ja meinen Druid jetzt auch fast auf 110. Und zwar das zu der Frage an sich. Ich habe den Paladin. Habe ich. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Den Paladin habe ich, glaube ich, bis Level 60 mit nur Dungeons gelevelt. Ne, mit nur Quests, genau. Und den Druid habe ich bis 60 mit nur Instanzen gelevelt. Beides teilweise, wenn dann, also gemischt, also teilweise an Tagen mit einer Fünfergruppe das Ganze gelevelt. Sowohl die Dungeons als auch die Quests. Und dann auch manchmal alleine, je nachdem, wie halt Leute da waren, die in der Levelstufe waren und auch Bock hatten. Ne? Jetzt aus dem Stream gesehen. War aber beides etwa von der Zeit gleich. Ne? Dann, von 60 bis 70 habe ich die Chars eigentlich gezogen, weil da hatte ich irgendwie ein bisschen so den Bock verloren, das normal zu spielen. Da habe ich meine Chars durch Höllenfeuerbollwerk und andere Instanzen gezogen. Ab Level 70, das geht übrigens jetzt nicht mehr, ne? Also seit BFA Pre-Patch funktioniert das nicht mehr, gibt keine EP mehr. Falls ihr jetzt das nachmachen wollt, nein, es geht nicht mehr. Dann das nächste, was ich gemacht habe, ist Karorans, das geht auch nicht mehr. Also nicht, dass die keine EP mehr bringen würden, danke fürs Followen, sondern das Problem ist einfach, dass du jetzt vom Level Scaling zu schwach bist, um Kara Solo zu machen. Es ging nämlich nur um die quasi die EP von den Mobs direkt. Und wenn du dann jemanden hast, der 110 ist und dich durchzieht, kriegst du keine direkte oder so gut wie keine direkte EP mehr. Und dann ist das halt auch hinfällig. Deswegen, so traurig es ist, aber Kara ist tot. Ihr müsst euch damit abfinden. Kara EP-Runs sind tot. Es ist leider so, ja. Vielleicht, wenn ihr 77, 78, 79 seid, vielleicht geht's dann noch. Das Problem ist, dann sind es nur noch ein paar Level und dann lohnt sich's fast auch nicht mehr so. Müsste man aber noch testen, ja. Müsste man testen. Und dann ist man ja eigentlich schon 80 aufwärts. Dann habe ich, ja, wieder ein paar MOP-Instanzen gezogen und Schätze gesammelt und WoD sowieso Schätze und Ableachen. Quasi Inversion, was ich jetzt auch gerade mache. Und quasi auch noch Schätze danach, weil ich habe da jetzt ein bisschen was rausgefunden. Oh fuck, hier sind aber ziemlich viele Gegner, wie ich es gerade sehe. Ach nein, der ist sogar feindlich. Oh, weil ich sehe schon kommen, dass wir hier einen ziemlichen PvP-Kampf anfangen. 110er Hordler, love you. Schön immer auf den Lowy drauf. Naja. Ach so, das waren sogar drei. Okay, sind es drei? Ne, das eine ist sogar ein Lowy. Ja, aber gut. Ich dachte mir schon, den Wormhut zu leveln. Ja. Ja. Genau, also wenn du zwei Battle, also wenn du zwei WoW-Accounts hast und beide WoW-Accounts auf einen Battle.net-Account haust, dann ist es so, dass du alles hast, wie ob es ein zweiter Char auf dem Account wäre. Also sprich, es sind alle Mounts gleich, alle Titel gleich, alle Pets gleich, alle Toys gleich. Also alles, was du in dem Fenster hier drin hast, ist gleich. Reittiere, Wildtiere, Spielzeuge, Erbstücke, Vorlagen, ja? Die hast du alle gleich. Du teilst dir auch den Battle.net. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Geheimnisse du vor deiner Frau hast mit anderen Leuten auf Battle.net, aber wenn du was schreibst zu jemandem, dann sieht ihr das auch. Ihr habt auch die gleichen Battle.net-Freunde dann.
Ich weiß nicht, das muss man mögen, ja, das muss man mögen. Und sie sieht auch live, wenn du quasi was schreibst in ihrem Chat dann. Also, wie gesagt, das muss man halt mögen, ja. Das ist halt ja so der Nachteil. Das kannst du halt nicht trennen voneinander. Also, das ist dann halt auch alles miteinander verbunden, ja. Das wäre vielleicht so ein bisschen der Nachteil. Aber sonst ist es eigentlich nur sinnig. Blizzard legt aber nicht jeden Account zusammen. Also klar, wenn ihr verheiratet seid, dann habt ihr ja wahrscheinlich denselben Nachnamen. Da ist es einfacher, ne? Also den Account von meinem Bruder, den er sich erstellt hat, konnte ich auch relativ easy mit meinem zusammenstellen. Da schreibst du einfach Ingame-Ticket. Gut, so war es damals noch. Ich weiß nicht, ob die Ingame-GMs das noch machen. Mittlerweile sind die ja ein bisschen so, nö, ich bin nicht zuständig für, ne? Aber damals, wo ich das gemacht habe in Katar, war das, glaube ich, da ging das noch relativ easy, ne? Da hast du einen Game angeschrieben, der gesagt, ja, okay, hier, guckt mal. Und dann war das nach ein paar Stunden, war das miteinander verknüpft. Und dann hatte er die Erbstücke auch. Und deswegen haben wir das gemacht, dass wir beide die Erbstücke hatten, ne? Weil ich wollte nicht ohne Erbstücke leveln, war dann immer höher als er, der war dann irgendwann pisst und sagte, ich will auch mal die Erbstücke haben. Und dann gab es zwei Optionen, wenn er nicht, ich gebe ihm das Gold, dass er die Erbstücke kauft, ja, und ich muss zugeben, das war damals ein Haufen Kohle, ich war ein bisschen geizig. Er wollte die kompletten Erbstücke haben, das wären die Hälfte von meinem Gold gewesen oder so, was ich da damals hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, wir gucken mal, ob wir einen anderen Weg finden, ja. Und dann haben wir quasi über den Weg gemacht, dass ich quasi die Accounts zusammengelegt hat und ja, seitdem habe ich quasi auch diesen zweiten Account, ne, weil er dann nicht so lange gespielt hat und dann war der rumgelegen, der Account, irgendwann hatte ich ihn reaktiviert und ja, seitdem habe ich zwei Accounts. Ist ganz praktisch eigentlich. Oh, really? Ja, also, das ist das, was ich meinte. War Mode bringt dir 15% mehr, aber wenn dir durch den War Mode verhindert wird, dass du die World Quest hier machst, weil sobald du hier runter gehst, dich irgend so ein Hans Wurscht angreift, weil er meint, boah, geil, ich kill jetzt den Low, ich bin der ganz große Held hier auf dem Erdbeerfeld, dann ist das halt ätzend. Du siehst, hier sind überall von der gegnerischen Fraktion die Leute und du wirst halt quasi überall immer angegriffen. Das ist halt übelst nervig und dann brauchst du halt fünfmal so lang für die World Quest und dann kannst du dir deine Dings in die Haare schmieren, ja, deine 15%. Aber wenn du nicht viel PvP-Kampf hast, lohnt es natürlich. Tela-Sniper, ja. Wie du am schnellsten von 60 auf 90 kommst. Ehrlich gesagt, habe ich bis jetzt noch keinen guten Tipp für die Level-Range entdeckt. So traurig es auch ist, aber im Moment, so wie es aussieht, bleibt dir nichts übrig als normal Questen. Also wenn dann normal zu questen, Dungeons zu machen oder Pet Battle. Du kannst natürlich auch BGs queuen, die bringen gar nicht schlecht EP, vor allem wenn du beide Dings hast, beide Trinkets, also es gibt zwei Trinkets, warte, ich kann das mal zeigen. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder angegriffen, wenn ich euch das zeige, aber wir riskieren es jetzt einfach mal. Wo sind sie denn? Es gibt hier. Siehst du das? Warte, nee, genau, das hier. Die auf PvP-Schlachtfeldern erhaltene Erfahrung wird um 50% erhöht. 50%, ein Item. Danke dir fürs Abonnieren. Und hier gibt es nochmal ein zweites, auch 50%. Sprich, wenn du beide anhast, hast du 100% mehr EP durch BGs. Und 100% hört sich viel an, ist es auch, ja. Es ist natürlich auch wieder additiv. Es ist nicht so, dass du flat 100% kriegst auf das, was du eh schon hast, auf diese Dinger, weil das wird quasi, wird additiv addiert, also quasi du hast 100% Grund-EP und hier hast du 10% hier zählen, also und das wird alles miteinander addiert, sind insgesamt 55%, also sprich hast du am Ende 155% plus die 100% sind halt dann 255% und der Unterschied zwischen 155 und 255 ist natürlich viel, ja, brauchen wir nicht reden, aber es ist natürlich nicht genau das Doppelte. Ich denke mal, es dürfte klar geworden sein, wenn man so ein bisschen immer Mathe bis zur vierten Klasse genossen hat, was ich meine. Genau. Woher bekommt man die Trinkets? Ja, die kennen viele nicht. Oh, ich bin auf Stufe 100 gehittet. 110, spot man's raus. Also, diese Trinkets bekommst du durch jeweils ein Event, und zwar ein PvP-Event. Ja, es sind ja PvP-Trinkets. Das erstere bekommst du. Ich schaue immer darüber, weil ich da mein Druid Hordenchar noch level, den ich gleich auch nochmal aufnehmen werde. Der ist nämlich auch kurz vor 110. So, by the way, das ist die andere Levelreihe. Und zwar, es gibt eine Arena, die schimpft sich Guribashi-Arena. Die gibt es seit Classic. Die ist hier unten in Flingdorntal, und zwar hier die Guribashi-Arena. Und in der Kiste. Es gibt ein Event alle 3 Stunden, um 12 Uhr, um 3 Uhr und immer, ne, 3 Stunden weiter. Ich denke mal 6 Uhr, 9 Uhr,
24 Uhr, und dann geht es wieder 3 Uhr, 6 Uhr, ne? Also alle 3 Stunden gibt es da eine Kiste, die liegt, die kann einer looten, und in dieser Kiste ist ein Trinket drin, ein Guribashi-Trinket. Das ist aber nicht das hier, sondern das ist ein Low-Level-Item in grünes, und das kannst du mal weggehen, du dummer Spacken, geht mir die ganze Zeit hier auf den Sack. Meine Fresse, echt. Schau mal, der verfolgt dich sogar. Wir porten es jetzt raus hier, Windika. Du kannst mir jetzt mal am Arsch lecken hier. Was wollte ich sagen? Ach genau. Du kannst da eine Kiste holen, und mit dieser Kiste kannst du dann dieses Item rausholen, und dieses Item gibt eine Quest. Und diese Quest heißt einfach, dass du 12-mal dieses Trinket holen musst. Also 12-mal musst du das Trinket gehen, und dann kannst du es abgeben und bekommst das Heirloom-Item. Das hast du dann hier mit allen anderen immer drin, ja. Und selbiges ist das andere Item. Ich weiß jetzt nicht, welches ist, aber die haben die komplett gleichen Stats und heißen ähnlich. Und das ganz gleiche Event gibt es nochmal auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Da gibt es ja auch so eine Arena, wo eine Kiste drin ist. Auch alle 3 Stunden auch. 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 0 Uhr, dann wieder 3 und dann weiter, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und da funktioniert es ganz gleich. Da funktioniert es komplett gleich. Ah, jetzt habe ich hier meine ganzen Transmog-Dinger. Jetzt muss ich es transmoggen. Was meinst du? Ach, das neue Durch. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. WoW als Wirtschaftssimulation. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich finde es schon ein reizbares Ding. Ich würde gerne auch mehr so Wirtschaftssimulation-Zeug machen. Ich finde das sehr reizend. Da gibt es sehr viele Leute, die da. Mit wem hat er das Video aufgenommen? Bloß, dass ich mal. Vielleicht kenne ich den ja zufällig. Schreibt mir das mal. Sorry, dass ich jetzt nicht immer auf alles eingehen kann, aber ich versuch den Chat so abzuarbeiten, wisst ihr? Jetzt habe ich gerade noch ein Thema, das irgendwie eine Seite drüber war, noch beantwortet, und ich beantworte ja Sachen immer teilweise ein bisschen ausführlicher. Und dann muss ich das so nach und nach abarbeiten. So, jetzt machen wir das Transmog-Mount. Jack, dann transmoggen wir das ganz kurz und dann sind wir auch durch. Und wenn ich ein Thema am Erzählen bin, dann kann ich nicht zwischendrin das nächste, und dann muss ich auch noch lesen, und schwierig, 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 ihr wisst, wie das ist. So, ich habe mir selber ein ganz cooles Transmog zusammengestellt. Oh, was heißt ganz cool, aber das war jetzt irgendwie nach so, das, was ich in. Warte mal, jetzt tun wir erstmal das hier als Red abspeichern. Keine Ahnung, und dann basteln wir. Ja, komm, jetzt, wir müssen schon das Class-Transmog nehmen, wenn wir es schon uns erspielt haben. Das sind zwar auch wieder 10 Achievement-Punkte. Ja, das ist natürlich schon fett. Ja, das ist schon fett. Jetzt brauche ich aber dazu noch eine Waffe. Und ich brauche dazu noch. Warte. Und ich brauche noch ein Schild. Halt, warte, nicht Red. Hä? Barschen? Das hier hatte ich. Also, ich brauche dazu jetzt eine fette Waffe und ein fettes Schild. Und dann schauen wir mal. Ich dachte, dass es ihm cool ist. Ja, okay, ich kann es zwar nicht richtig aussprechen, weil das ist der einzige deutschsprachige, wo mir es jetzt eingefallen ist. Ich muss sagen, der Typ hat ziemlich viel Ahnung, und der Typ macht guten Content, aber er macht einen Nischen-Content, weil er ziemlich professionell an das Ganze rangeht. Und das Problem ist, wie sage ich das jetzt, ohne böse zu sein, also nicht ihm gegenüber, sondern den Leuten. Es sind viele Leute, die wollen einfach nur schnell den Tipp haben. Sie wollen schnell den Tipp haben, wie sie viel Gold machen. Ja, das ist auch gar nicht verwerflich. Und er geht halt viel, viel tiefer in die Materie. Und deswegen ist für die ganz große Masse, ist er viel, viel zu enhanced quasi, dass es wirklich interessant für viele ist, weil er halt wirklich mit Marktmanipulation. Ich habe mir viele von den Schon cool. Ah, so, okay. Ja, ich hab's. Schon cool, so nennt man das. Der geht halt so weit in die Materie rein, dass, denke ich mal, viele Leute da gar nicht mitkommen können. Oder viele Leute, das viel zu aufwendig ist. Aber so machst du natürlich das große Gold, so wie es er macht, ne? Weil er da halt den kompletten Markt bestimmt. Aber das ist sehr interessant. Da musst du aber auch sehr viel Hintergrundwissen haben, zum einen. Und du musst auch sehr, muss auch willig sein, dir das anzueignen, ne? Und das ist halt auch, das ist mit Aufwand verbunden. Und sobald was mit Aufwand verbunden ist, sind halt viele Leute abgeneigt. Das ist es halt, ja. Das ist es halt. Viele wollen halt wirklich nur, ich
ich will schnell das machen und hab dann einen Haufen Gold, ja. Und so funktioniert's aber meistens nicht. So funktioniert's im echten Leben nicht. So funktioniert's auch in dem Spiel meistens nicht, ja. Sonst würden's ja alle haben, weißt du? Und wenn's alle haben, dann ist das Gold wieder nichts wert. Das muss man sich halt immer bewusst sein, dass man oftmals dann auch ein bisschen was investieren muss. Sowohl an Gold als auch an Zeit. Aber gut, jetzt ich schweife ab. Ich wollte hier transmoggen. Soll ich mir so ein Laser-Ding hier transmoggen? Was ist denn das? Hier sah das aus wie so ein Laserschwert und hier ist es halt irgendwie so ein Gammelschwert mit so ein bisschen Funkel-Funkel. Ich will schon was Cooles. Aber das ist zu rot. Ich will sowas. Ich will so eine Holy-Waffe haben. Das Feld hier ist zu klein. Könnt ihr das nicht größer machen irgendwie? Weißt du, also hier, weil du siehst die Waffe gar nicht richtig. Ich will die Waffe seitlich sehen und kann das gar nicht. Ich muss mich so dreckig schief hinstellen. Das ist ein bisschen nervend. Nervig. Und ich hab gar keine so eine geile goldene Waffe. Ne? Was ist das hier? Nee. Ich habe allgemein so wenig Waffen. Oh, warte mal, das ist nochmal ein Laser. Das ist ein wirkliches Laserschwert, okay. Ja, gut, aber da haben wir Leute ein bisschen immer eine andere Philosophie. Also, naja, er nutzt halt die Mittel im Markt für sich aus. Warum soll man das nicht tun? Weißt du, also, und er steckt da halt auch viel Aufwand rein. Mit dem Aschenbringer, aber den habe ich gar nicht. Warte mal, habe ich den? Ah, warte mal. Hey, cool, mit dem habe ich da. Warum habe ich denn hier keinen Aschenbringer? Stimmt, ich könnte sowas, könnte ich. Das ist fett, das Teil. Das passt gut. Warum habe ich denn die Waffen nicht? Ich habe mit dem nicht meine Artefaktwaffe, ne? Die machen was her. Warte mal, wenn dann. Das ist geil. Das nehme ich. Also das passt halt dazu. Das ist auch cool, aber das passt besser, weil das so golden ist. Ja, nice. Das war eine gute. Okay, nehmen wir das und kann ich mir auch ein Artefaktschild? Nee, ich kann mir nur ein normales Schild nehmen. Was kann ich denn hier nehmen? Ach so, ach nee, da habe ich auch gleich das Schild. Okay. Ja gut, aber da. Ach, du kannst keine Waffenverzauberung drauf machen? Warum denn? Warum kann ich denn keine Waffenverzauberung auf die Artefaktwaffe machen? Das ist gammelig. Aber die sieht gut aus. Warte, schauen wir mal. Wir schauen uns jetzt mal das Endergebnis an. Hier, wir picken mal unsere Waffe. Ja, also mit Dings wäre es natürlich cooler, sage ich ganz ehrlich, mit Waffenverzett. Aber für die begrenzten Waffen, die ich habe. Weiß ich, habe erstmal nicht viel Plattengear, weil ich halt keinen Plattenchar spiele. Und ich habe halt auch keine viele Schwerter oder Schilde, weil ich halt einfach mit dem Druid mir, wenn dann Transmog gefarmt habe. Und der natürlich diese Sachen nicht tragen kann, ne? Deswegen habe ich da nicht viel von. Aber, ja gut, der Umhang sieht scheiße aus, ne? Der Umhang passt halt überhaupt nicht dazu. Ja gut, warte mal, den Umhang muss ich noch transmoggen und dann sind wir durch mit der Episode quasi. Ich flieg bloß mit dem nochmal darüber, mit dem anderen Char. Nein, warum macht er denn jetzt immer hier. Hä, er tut mir immer alle Dinger hier vorschlagen. Nein, ich möchte nicht das Outfit transmoggen. Ich hätte ein. Kann man das. So, ah, okay. Umhang muss ich noch transmoggen. Sagen wir mal, so einen goldenen. Na, das sieht ja kacke aus. Warte mal, wenn ich den weglasse. Ach, schau, Umhänge habe ich viele, weil ich die ja mit jedem Char farmen kann, ne? Da geht es. Oder weil man die ja quasi mit Shared. Soll ich ohne. Aber ohne Umhang ist auch blöd, ne? Irgendwie sowas? Was Dezentes? Es gibt wahrscheinlich. Na, ich brauch was Goldenes, ne? Es gab mal ein Addon, das weiß ich, da konntest du nach Farben quasi die Sachen sortieren. Das war eigentlich ganz cool. Aber so ein großer. Der sieht cool aus. Der passt jetzt zwar null dazu, aber der passt. Das ist gar. Der wäre gar nicht so schlecht. Der wäre gar nicht so schlecht. Der wäre fast sogar noch besser. Das wäre auch nicht so. Das wäre eigentlich. Der ist vielleicht fast ein bisschen too much, würde ich sagen. Nee, ich habe die schon aus der Dings geholt, aber danke dir fürs Bescheid sagen. Oder das hier. Das ist so die Light-Version von dem hier. Was haben wir hier noch so? Also was richtig Goldenes gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Schauen wir mal. Nee, so einen ganz langen will ich gar nicht. Da habe ich. Nee, wir haben ja noch früh. Ich darf meine Sprüche jetzt um die Uhrzeit noch nicht bringen. So, nee. Also, ich habe 30 Seiten umhängen und nur Crap, ne? Nur Crap. Ja, komm, nehmen wir halt den einen und fertig ist. Das war. Also eigentlich möchte ich mich beim Transmog nicht immer so lange aufhalten. Ich bin jetzt nicht so der. Welchen soll ich nehmen? Soll ich den hier nehmen oder den hier?
Der ist ein bisschen dezenter, würde ich fast sagen. Komm, ich nehme den hier. Ich nehme den hier, das passt schon. So. Gut, dann habe ich einmal den Char hier fertig. Der ist jetzt quasi 110. Das war ja das Ziel. Und er ist auch tut die komplett, die Transmarkt. Ja, wieder einer von den verbündeten Völkern weg. Sprich, wir haben jetzt den Void-Elfen. Das war ja der erste, den ich gespielt habe. Mein Void-Elf Hunter. Dann der zweite war der Monk, der Nightborn. Der dritte war jetzt hier der Paladin, der Lightforged Paladin. Und der letzte ist jetzt der Tauren, der Hochberg-Taure. Und der befindet sich im Moment auf Stufe 100. Ach, den habe ich hier gerade parallel übrigens offen. Den werden wir nicht gleich das nächste machen. Der ist 108. Hat ja noch ein bisschen was von der Invasion offen. Also sprich, den werde ich heute auch noch auf 110 bekommen. Dann habe ich alle meine Dings da Bums, da Chars weg. Und ja, dann kann ich zu neuen Schandtaten aufbrechen. Gut, für das Video soll es das jetzt gewesen sein. Char ist fertig. Mich hat es gefreut, dass ihr bei der Reihe dabei wart. Und ja, schaut auch gerne mal bei einem anderen Level rein. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.